Liebe Gemeinde, ich preise dich, Vater des Himmels, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und den Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbart hast, zugänglich gemacht hast. Sie werden verstehen, dass das ein Satz ist, mit dem sich ein Theologieprofessor schwer tut. Ist er nicht in der Rolle derer, die hier sehr zielsicher als die Weisen, Klugen angesprochen werden? In der Rolle derer, die den Glauben kompliziert machen, schwere Joche auflegen? Ist der Satz nicht gegen unsere Zunft gerichtet? Gegen die Versuche, den Glauben zu intellektualisieren? Ergreift er nicht Partei für Menschen, die weder Lust noch Zeit haben, sich die neuesten Hypothesen der Theologen zu Gemüte zu führen, und Theologinnen inzwischen ja auch? So ähnlich wird der Satz ja auch gebraucht. Nicht zuletzt vom kirchlichen Lehramt, das sich in der Rolle derer sieht, die die Einfachen und Kleinen vor den aufgeregten Hypothesen der eitlen Theologen in Schutz zu nehmen hat. Aber es ist ja nicht nur das Lehramt. Land auf, Land ab in den Gemeinden, ja auch unter Theologiestudierenden, kann man das hören. Die verkopfte Theologie, die dann, wenn sie denn studiert worden ist, zu einer abgehobenen Verkündigung und Seelsorge führe. Die Theologie, so hört man, beschäftigt sich mit ihren eigenen Glasperlenspielen, und was dann dabei herauskommt, wenn sie die Probleme beantwortet, die sie selber zu verantworten hat, weil in der Vergangenheit Folgendes zum Problem geworden war. Also, die Theologie beantwortet Fragen jedenfalls nicht der Einfachen, der Kleinen. Sie verstrickt sich in ihre eigenen Aporien und versucht, ihnen zu entrinnen. Sie zieht die Theologiestudierenden hinein und die ziehen dann wieder die Gläubigen hinein. Ist das nicht alles sehr da oben und da unten nichts? Ich habe mal, wenn ich das sagen darf, ich habe mal einen guten Freund in einer großen süddeutschen Erzdiözese gefragt: Nur wie geht's euch mit eurem neuen Kardinal? Ich sage euch jetzt nicht, sag ihr nicht, welche Erzdiözese das war. Und da sagt dieser gute Freund, er war Pfarrer, also Seelsorger für die Geistlichen, für die Seelsorger, sagt er: Gut, also ich denke, das müssen wir uns alle sagen und bieten lassen, diese Vermutung. Und wer den theologischen Stand, wer die theologische Arbeit von Ihnen heraus kennt, den werden diese Vorbehalte, den werden diese Vorwürfe gewiss nicht kalt lassen, zumal die systematischen Theologen, die bei dem Aufwand an Intellektualität, den sie sich verordnen, halt so leicht die Bodenhaftung verlieren. Es ist schon so. Im theologischen Betrieb geht man leicht der Versuchung auf den Leim, ja die möglichst wissenschaftsintern effektivste Lösung zu verfolgen, das theologische Hobby zu pflegen, zu dem man immer wieder zu Vorträgen in Akademien eingeladen wird und so weiter. Das ist eine große Versuchung und ich weiß, wovon ich rede. Aber das ist vielleicht noch nicht das Entscheidende. Søren Kierkegaard, der große Kritiker seiner Zeit und der Theologie seiner Zeit, hat die Versuchung, die dahinter ist, kommentiert, sehr sarkastisch kommentiert. Er hat gesagt, die Theologen neigen dazu, aus dem Glauben eine intellektuelle Veranstaltung, ein intellektuelles Problem zu machen. Glauben, das heißt ja doch,
sagt er, ich übersetze das jetzt mal. Glauben, das heißt doch, dass die ganze Existenz des Glaubenden, des Menschen, der auf die Verheißung setzt, verändert, umgekrempelt wird. Und da gibt es Leute, er nennt sie Privatdozenten, die will ich außen vor lassen, die haben es heute schwer genug, die Theologieprofessoren. Da gibt es solche, die sind allen Ernstes der Auffassung, beim Glauben sei es wichtig, dass man die Dinge so sieht wie der Herr Professor in X und nicht wie der Kollege in Y. Für den Glauben sei es wichtig, dass man bestimmte theologische Theoreme für wahr hält, und zwar die richtige und nicht die falsche. Und es kommt noch etwas hinzu. Man verkleinert, so Kierkegaard, man verkleinert den Glauben, wenn man so von ihm redet und so tut. Und er sagt noch ein weiteres. Wenn man sich die Dinge des Glaubens nur hinreichend kompliziert macht, dann kann man der in ihm liegende, doch ziemlich eindeutigen Herausforderung auch am besten ausweichen. Über den vielen einerseits, andererseits gerät aus dem Blick, worum es geht und wo die Herausforderung liegt. Vielleicht ist das das Faszinierende, aber auch das Gefährliche einer Theologinnen und Theologen, einer intellektuellen Existenz. Dass man immer drüber steht, dass man zu allem eine wohlbegründete Meinung hat, was dafür und was dagegen spricht und sich heraushält. Haltet euch nicht an mich, sondern an meine mehr oder weniger guten Argumente. So hört man das gelegentlich. Und was da dann vor einem steht, das ist, so hätte Kierkegaard sagen können, eine Papierexistenz, keine aus Fleisch und Blut. Ich denke, hier hat der Ruf nach Einfachheit, nach Klarheit sein Recht. Er hat sein Recht, wo man ausweicht, wo man drüber stehen will, wo man den Eindruck erweckt, in Dingen des Glaubens könne eigentlich nur der mitreden, der mein Differenzierungsniveau erreicht hat. Aber das Verlangen nach Klarheit und Einfachheit ist auch ganz schön gefährlich. Es gibt auch in der Kirche, sogar in der Theologie, eine fatale Sehnsucht nach Einfachheit und Klarheit. Es gibt sie auch hier unter uns, nicht hier natürlich, aber in der Theologie, in Kirche, die schrecklichen Vereinfacher. Und da empfinde ich, vielleicht darf ich das sagen, die Kritik an den verkopften Theologen doch auch manchmal wirklich ungerecht. Zwar dann, wenn sie im Namen des sogenannten einfachen Glaubens vorgetragen wird, der in Wirklichkeit nur die Theologie von vorgestern ist, an die man sich gewöhnt hat. Es kann natürlich auch eine große Theologie sein. Die große Theologie der Väter und Mütter im Glauben. Denken Sie an all das, was das Glaubensbekenntnis und die hohe Theologie des Mittelalters gesagt hat, dann zur Dreifaltigkeit Gottes, zur Gottessohnschaft Jesu. Das ist nicht einfach. Das wird nur einfach, wenn man den Eindruck erweckt, hier gäbe es gar nichts mehr zu verstehen, hier gäbe es nichts mehr nachzudenken. Dann wird das einfach, in falscher Weise einfach. Gelegentlich ist das Einfache, das für die einfachen Leute auch einfach nur schlechte Theologie. Eine schlechte Theologie, an die man sich gewöhnt hat. Nur zwei Beispiele. Die einfache Theologie, die auch in lehramtlichen Stellungnahmen gelegentlich begegnet, in denen ganz einfach gesagt wird, dass sich die Kirche nicht für berechtigt hält, Frauen zum Priester zu weihen. Sehr einfach. Oder die einfache Theologie, auch der Lieder, vieler Lieder, die wir singen, in denen ohne weitere Differenzierung, ohne weitere Erklärung gesagt wird, dass Jesus Christus zur Sühne für unsere Sünden gestorben sei. Ein wichtiger, ein auslegungsbedürftiger Satz. Wenn man es sich hier zu einfach macht, dann macht man es sich gefährlich einfach.
weil man sich doch vorstellen kann, in welche Missverständnisse das hineinführt, wenn man es sich hier einfach macht. Einfach sind die Dinge des Glaubens halt oft nur, wenn man es sich zu einfach macht. Und damit einer Problemverdrängung, einer Fragenverdrängung Vorschub leistet. Zurück will in eine Zeit, wo all das, was im Erwachsenenkatechismus steht, noch sich von selbst verstanden hat. Zurück in eine Zeit, in der sich die Theologie noch weitgehend darauf beschränken sollte, den angehenden Priestern zu erklären, was das Lehramt dem einfachen Volk beigebracht wissen wollte. Gut, Gott sei Dank hat es diese Zeiten fast nie gegeben. Und wenn, dann nur kurz. Die Theologie hatte immer die Aufgabe, und ich denke, sie hat sie weitgehend auch wahrgenommen, die Fragen der Menschen ernst zu nehmen und nicht nur die der Intellektuellen. Auch der Einfachen, auch gerade derer, die sich nicht zu fragen trauten und deshalb oft genug mit ihren Unsicherheiten über ihren Glauben allein gelassen worden sind. Nun, es mag ja sein, dass heute Fragen out ist, dass man endlich wissen will, was Sache ist. Und es gibt ja auch eine Menge Angebote auf dem religiösen Markt, die auf ganz andere Weise als etwa Katechismen einem erklären, was Sache ist, wie einfach das ist, die einem sehr schnell auf die Spur der religiösen Begeisterung setzen, die einem echt mitreißen und betroffen machen. Und wer würde das nicht gerne sein? Wer würde nicht gerne begeistert sein, nicht gerne getroffen von dem, was einem oft so fremd vorkommt in diesem Christentum? Der würde nicht gern die Erfahrung machen, dass im Christsein es tatsächlich um meine innerste Sache geht. Er würde nicht gerne von innen heraus und nicht nur mit dem Kopf verstanden haben. Begeisterung, Betroffensein ist schön. Und ich will dem auch gar nicht das Wort entziehen, dieser Begeisterung. Nur als Theologe kommt man natürlich schon gelegentlich nicht darum herum, etwas Wasser ins Begeisterungs- und Betroffenheitswasser zu Begeisterungs- und Betroffenheitswein zu schütten. Hat man sich in seiner Begeisterung nicht zu schnell in Jesus, den Therapeuten, zurechtgemacht, den ich gerade jetzt brauche? Hat man in einer Art religiösen Kurzschluss nicht gerade das in Jesus hineingesehen, was mir jetzt gerade wichtig scheint? Nicht gerade das, was dem Guru wichtig ist, der mir im Moment wichtig ist. Dem ist vielleicht in 2 Jahren, wenn er weiter ist, schon wieder was ganz anderes wichtig. Und ich bin verlassen von dem, was ihm wichtig war und auch mir. Es ist, denke ich, nicht unfair, einfach nur mal darauf hinzuweisen, was alles in der Glaubens- und Unglaubensgeschichte unseres Jahrhunderts schon alles Begeisterung, geradezu religiös getönte Begeisterung und Betroffenheit hervorgerufen hat. Begeisterung, Betroffenheit, das kann schon sein, dass da Gottes guter Geist nach mir greift, mich in Anspruch nimmt, mich auch befreit, das Joch von mir nimmt. Es kann aber auch sein, dass es ein Ungeist ist. Einer, der mir so gut nach dem Mund redet, dass ich mich eben in allem bestätigt fühle, was mir im Moment wichtig ist. Denke, Unterscheidung der Geister, ja. Unterscheidung der Geister ist ein Pensum, an dem die Theologie nun mal mitzuwirken hat. Ein Pensum gegen die schrecklichen Vereinfacher, die Einschärfer falscher Alternativen. Und in dieser Unterscheidung der Geister ist, so hart das jetzt klingt, Misstrauen, eine gute Portion auch intellektuellen Misstrauens angebracht. Das Misstrauen gegen die schnellen Lösungen, die immer nur auf Kosten von Sündenböcken zu haben sind. Die oder der ist schuld daran, dass es nicht klappt. Das Misstrauen gegen das laute Nein und das leise Ja, um es mal so zu sagen. Ungeist,
Ein Ungeist, der nach einem greift, ist möglicherweise schon daran erkennbar, dass das Nein, das, was abgelehnt werden muss, das ganz laut verteidigt und verfochten wird. Aber einem nicht recht gesagt wird, wofür man sich in Anspruch nehmen lassen soll, was das für eine Verheißung ist, der ich auf die Spur kommen soll. Ein klein wenig Misstrauen auch gegen Vereinnahmung hat die Theologie zu sehen. Es darf einem schon verdächtig vorkommen, wenn Jesus zu schnell dafür gut ist, mein innerstes Anliegen, eine politische Parteilinie, mein therapeutisches Konzept oder auch die Vorrechte der Hierarchie zu bestätigen. Es darf einem schon komisch vorkommen, bei einem Propheten Jesus, bei einem irritierenden, bei einem verstörenden Menschen, der er nun mal war. Wird er der sein, der gerade uns heute nach dem Mund redet? Natürlich ist dieses Misstrauen kein Selbstzweck. Es ist kein Selbstzweck, es ist geschuldet der Solidarität der Gemeinschaft, der Glaubenden, der Solidarität mit denen, die bei all dem, was sie glauben, auch ein intellektuell gutes Gewissen haben wollen. Glauben braucht die Zuversicht, dieses intellektuelle Gewissen des Glaubens braucht die Zuversicht, dass es auch im Prozess der Glaubensvergewisserung mit einigermaßen rechten Dingen zugeht. Braucht eine Theologie, die sich darum müht, dass es bei der Glaubensvergewisserung der Menschen mit einigermaßen guten Dingen zugehen kann. Nicht jeder Mensch muss da zum Theologen werden, aber ich denke, jeder Glaubende sollte ein Interesse daran haben, dass die Fragen, die ich vielleicht jetzt noch nicht habe, vorgefragt und vorgedacht werden. Sollte ein Interesse daran haben, dass es eine Basis gibt und dass Theologen um sie, Theologinnen um sie bemüht sind, die bei all dem, was dem Zweifel ausgesetzt ist und was jeden von uns einmal heimsuchen kann, einholen kann, dass es eine Basis gibt, des Glaubwürdigen, das nicht hinweg gezweifelt werden kann. Natürlich kann das Misstrauen überhand nehmen, auch unter Theologinnen und Theologen. Die Attitüde, drüber zu stehen und sich daran zu begeistern, wie man alles noch einmal hinterfragen kann. Ich denke, es gibt diese, wenn Sie so wollen, wenn ich das mal sagen darf, aus eigener Erfahrung, es gibt diese strukturelle Schwierigkeit des Theologe und Theologinseins, von der Hermann Timm neulich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesprochen hat. Die Theologen, sie haben auszuhalten die Spannung, sagt er, von prüfend neutralisierendem Blick von außen und warmherziger Bejahung von innen. Und das gelingt nicht immer. Mitunter ist von der warmherzigen Bejahung nichts mehr zu spüren. Und zumindest ebenso häufig lassen sich Theologen verführen, aus ihrem Zustimmungsbedürfnis heraus den Ernst kritischer Anfragen zu unterschätzen. Mir ist es als Theologe wichtig, in einer Gemeinschaft von Glaubenden zu leben, in ihr immer wieder neu zu sehen, zu erfahren und vielleicht auch sagen zu können im Gespräch, was meinen Glauben ausmacht, was ihn ganz einfach ausmacht. Hinzufinden zu einem Durchblick, von dem ich das Zutrauen haben darf, in der Gemeinschaft derer, mit denen ich arbeite und glaube, dass mich dieser Durchblick auf das Entscheidende, auf die Mitte hinführt. Und soweit und sofern ich diese Zuversicht habe, denke ich, wird es mir auch an Mut nicht fehlen, genau hinzuschauen, Zwiespältiges zu entdecken. Werde ich diese Schwierigkeit einer intellektuellen Existenz hoffentlich einigermaßen bewältigen können, dass mein Zustimmungsbedürfnis da ist, aber auch nicht so groß und so stark da ist, dass mein Fragen dahinter verloren geht. Nun, was ist dieses Einfache? Ich will es mal sozusagen versuchen. Das Zutrauen zu einem Gott, der in meinem Leben, in anderen Lebensgeschichten, auch bei aller Grausamkeit, bei allen Katastrophen in der Geschichte unserer Welt, viel Verheißungsvolles angefangen hat, den ich viel Verheißungsvolles
anfangen sie. Ein Gott, dessen Geist ich am Werk sehe, wo Menschen miteinander teilen und versuchen, einander Zukunft zu schenken. Dessen Geist ich ausgelöscht sehe, wo Menschen einander als Mittel zum Zweck missbrauchen und verraten. Dieses Zutrauen, das Zutrauen, dass da etwas anfängt. Ich sehe es. Das Zutrauen geht darauf, dass der Gott, der all das anfängt, was ich da sehen kann, in guten Stunden als Verheißung sehen kann, dass dieser Gott nicht aufhören wird anzufangen, mit all dem, in all dem nicht aufhören wird anzufangen, dass er es zum Ziel bringt, dass das, was er mit uns begonnen hat, wie Paulus sagt, nicht auf der Strecke bleibt, dass es ankommt in der Vollendung, die wir Gottes Herrschaft nennen, so wie dieser Bruder Jesus Christus in allem Scheitern angekommen ist, ankommen dürfte. Natürlich weiß ich auch, dass dieses Zutrauen, sehr einfache Zutrauen, ein selbstfabrizierter Trost sein kann. Eine Selbsttäuschung, vielleicht weil ich das endgültige Scheitern nicht aushalten kann. Das kann so sein. Aber ich glaube nicht daran. Mein glaubendes Zutrauen, soweit ich es habe, ist freilich nicht meine Leistung, nicht die Leistung meiner Theologie. Es ist Gnade, sagt die alte Theologie, die gute alte Theologie, Gnade. Wir sind auf sie angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, in einer Gemeinschaft zu leben, in der diese Gnade, in der Gottes Geist geteilt wird. So geteilt wird, dass wir einander ermutigen, da wo dieses Zutrauen auszufallen scheint. Hoffentlich wird mir diese, Ihnen auch, diese Ermutigung nie fehlen. Die Ermutigung, dass man daran nicht glauben muss, alles nur selbstfabrizierter Trost. Mir hat diese Ermutigung bis jetzt, Gott sei Dank, nicht gefehlt. Und es gibt mir Mut.